Ja, wir tun jetzt was für die Umwelt. Das heißt, ein Elektrodamper ist dabei. Allerdings soll der dann für unsere Reitanlage sein, aber der kann erstmal im Ahrtal bleiben. Zumindest die nächsten 2-3 Tage, denke ich. Fahren wir noch ein bisschen. Oder mal schauen. Mal gucken, ob alles passt hier. Ich musste eben mein Auto noch aufladen am Supercharger. Das war hier um die Ecke. Dann haben die mir noch den Elektrodamper hier zusammengebaut. Und dementsprechend können wir jetzt Gas geben hier im Ahrtal. Hier, lass den Gang drin. Gang ist raus. Gang drin. Das ist noch der Schlüssel von der anderen. Okay. Und der vom Elektro. Sind das die gleichen Schlüssel von den Benzinern? Nur die Benziner sind gleich. Ja. Okay. Und der ist halt anders. Na gut. So, machen wir auch nochmal weißes Band drin, Josh. Ja. Dann mache ich mich gleich auf die Reise Richtung Ahrtal und dann kann jetzt richtig Gas gegeben werden zwischen den Weinreben. Wie gesagt, der kann erst auch mal da bleiben. Ich hätte zwar gesagt, den bringe ich mit nach Hause, aber wenn der Arbeit ist, kann er erst mal da bleiben. Ob ich den Geschenk gekriegt habe, das wäre schön. Also der ist teurer als die hier und die Kippritsche ist auch manuell, also nicht hydraulisch. Ja. Ich denke, das wird auf jeden Fall eine gute Sache. Bin mal gespannt, wie das mit dieser hydraulischen Schaufel funktioniert. Und ich mache mich gleich auf den Rückweg. Bis dann. Ciao.